Tiger TV! Herr Travis, muss unbedingt bleiben. Es ist der Mann, der uns dann, wenn der Rest stimmt, in die Playoffs führen kann nächstes Jahr. Romeo Travis. Der Kenny Williams kann ich unbedingt bleiben. Weil das ist mein Lieblingsspieler, der muss einfach bleiben. Jay Thomas wäre natürlich cool, wenn er nochmal ein Jahr bleibt. Sascha Naps, Platzfrei, weil er einfach ein routinierter Spieler ist und so eine junge Mannschaft, was wieder eine werden sollte, ist so jemand braucht auf jeden Fall. Es ist nicht so der einzelne Spieler, der das ausmacht, sondern so wie die sich gefunden haben in der Saison, ist das einfach ein Team, wo man jedem Zuschauer hier wünschen kann, dass er eigentlich so zusammenbleibt. Travis muss bleiben. Natsjev auch auf jeden Fall. Williams. Ja, den haben wir eigentlich. Im Prinzip sollten eigentlich alle bleiben. Wäre schön. Jenkins spielt halt wieder genial. You know, anything can happen. Clown. Anything. No tattoo? You were platinum this year. Hey, you do that shit one more time. But yeah. Is it removable though? But yeah, you know, it's always a chance. It's always a chance for everything. You know, it's like I said, I like it here. The crowd was great, especially these past two games. And, you know, I always feel welcome here. The fan embraces us and, you know, it's a good place to play. Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Standort, der sich prächtig entwickelt hat in den letzten Jahren. Da gab es ja durchaus mal die ein oder andere wirtschaftliche Rumpeligkeit und der Robert Wintermann mit all den Leuten, die da im Hintergrund wirken, sorgt da doch sehr stark dafür, dass es sich jetzt konsolidiert. Und das ist sehr, sehr erfreulich, begeisterungsfähige Fans, also ist wirklich eine Heimhalle, gar keine Frage. Und sportlich läuft es ja auch ganz gut. Insofern würde ich sagen, summa summarum wirklich ein klasse Standort, über den wir uns freuen. Sehr gut, was hier passiert ist im letzten Jahr. Das ist eine Umstrukturierung, es war nicht einfach, es waren ja, eine Konsolidierung im Endeffekt, die erfolgt ist und sportlich läuft es auch sehr gut und das finde ich, also klar könnte es immer besser laufen, keine Frage, aber ich denke, Robert, aber auch die ganzen Tübinger haben hier einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Ein Freund von mir hat hier jetzt einen Professortitel an der Uni in Tübingen bekommen im Sportrecht. Der Professor Dübinas, also deswegen weiß ich, dass Tübingen eine Unistadt ist, wo sehr, sehr viele Studenten sind. Ja, ich finde das toll hier. Also ich komme selbst aus Oldenburg und habe in so Städten wie Freiburg und Würzburg studiert und da passt Tübingen eigentlich gut rein. Also schade, dass ich das verpasst habe, aber das ist jetzt zu spät. Mir gefällt es hier. Ich hoffe, dass die Mannschaft hier irgendwie konstant bleibt. Das, was sie hier dieses Jahr gezeigt haben, war ja ziemlich gut, muss man sagen. Ich hoffe, dass die Mannschaft auch erhalten bleibt auf eine Art, so wie sie ist. Es hat eigentlich alles gepasst dieses Jahr. Ich hoffe, dass noch mehr Zuschauer kommen und dass wir ja, nächstes Jahr vielleicht auch die Playoffs mal ansteuern können. Ja, ich wünsche mir, dass wir mehr Geld bekommen, dass wir mehr Sponsoren akquirieren, so dass wir uns leichter tun, eine dementsprechende Mannschaft aufzubauen, wo wir Sicherheit haben. So, wenn eine Verletzung da ist, dass wir auch eine Variante haben mit einem guten Austausch als Spieler. Und ich würde sagen, wenn wir zwischen 7 und 11 uns bewegen in der nächsten Saison, das wäre traumhaft. I play with the great guys. This was a great team. And it's so nice to play with them. And the coaches and everybody, the fans were good, and I really enjoyed this season. It's been a great place to play at, and I really like my teammates this year, and yeah, we had a lot of big games and a lot of good memories, so it's definitely a good year to remember. I'll come back and visit Jay for sure. You know, that's my favorite guy. So I'll come back to Tübingen at least for a week. At least 1 week. Summer? No, hell no. As you know, summer might be much better in Tübingen than winter. No one's gonna paint you in summer.
Oh, that was fun though. I'd rather get painted in the winter than in the summer. I might sweat it out, you know what I mean? Ich habe ihn kennengelernt im Café, komischerweise. Äußerst sympathischer Kerl. Und ich glaube, er hat ganz gute Qualitäten und es wäre schön, wenn er in Tübingen wäre. Ich bin sehr glücklich, wie ich hier aufgenommen wurde. Es war wirklich sehr unkompliziert alles. Ich habe ein gutes Verhältnis entwickelt, glaube ich, auch aufbauen können zu den meisten, zum Coaching-Staff auch, zu der ganzen Organisation. Und bisher habe ich einen sehr guten Eindruck. Und du weißt schon, dass wir alle darauf zählen, dass du wiederkommst. Ja klar, also das war ja auch einer der Gründe, warum ich hierher gekommen bin, um halt die Situation einschätzen zu können und bisher, wie gesagt, war es sehr positiv und mal sehen, was die nächsten Wochen bringen. I kind of worked hard over the season. I wish I did a little better with my free throws today, but I guess that's the part of the game, you know. Der eine oder andere wird sicher irgendwo in einer anderen Mannschaft nicht den Erfolg haben, den er hier in dem Team hier hat. Und eigentlich können wir Tübinger eigentlich nur hoffen, dass das im Unterbewusstsein von jedem Spieler so ein bisschen drin ist. Dass das Team hier unheimlich viel ausmacht und dass da vielleicht 1.000 Euro oder 2.000 oder 5.000 Euro woanders ein Jahr vielleicht schön sind, aber danach wird es vielleicht wieder ganz anders.